Hallo meine Lieben, wir haben ein paar Neuheiten für euch, unter anderem drei verschiedene neue Nail-Art-Pigmente-Sets und natürlich auch hier so einen Sponge-Stift. Ja, und wie ihr das Ganze verarbeiten könnt, beziehungsweise wie die Farben aussehen, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich zeige euch die Farben hier einmal im Schnelldurchlauf. Ich habe diese Farben alle aufgetragen. Die lassen sich genauso verarbeiten wie die vorherigen Pigmente. Auch. Ihr kennt das ja schon. Ich hatte ja die Neonpigmente und die anderen Pigmente noch im Shop. Und ja, hier habt ihr jetzt einmal eine Auswahl an ja, Candyfarben. Das Set heißt hier auch einmal, das ist das Candy Set. Und ja, ihr habt ihr so bonbonartige Farben, also verschiedene Pinktöne, ein bisschen Lila ist mit bei, auch was Zarteres und ja, da bleibt, glaube ich, kein Nailart-Traum mehr offen. Also ihr habt da wirklich eine ganz tolle Farbauswahl. Dann habe ich noch etwas in Nude-Tönen. Das finde ich auch ganz, ganz toll, dass es eben auch mal was Dezentes gibt als Pigment. Und zwar ist das dieses hier, das ist das Pigment-Set Nude oder beziehungsweise Summer Nudes. Hier seht ihr einmal die Farbauswahl. Also wir haben so ein bisschen was in Beige-Tönen, dann hier in so zartem Rosé, hier so ein bisschen was mit Flieder, dann ein leichter Bronzeton und nochmal so ein bisschen was Champagnerartiges. Also damit könnt ihr auch ganz tolle Nude-Nail-Art zaubern. Und ja, dann haben wir noch ein drittes Set. Das ist eher so ein bisschen in Richtung Herbst, der ja auch bald wieder ansteht. So, hier haben wir jetzt einmal das Set Herbst. Und ja, hier sind verschiedene Bronzetöne, Gold als Effekt und Silber als Effekt und halt hier so ein bisschen was Rötliches, Bronzeartiges, Goldiges. Und ja, das ist dann dieses Set hier. Ich verlinke euch auch alles in der Infobox. Schaut da bitte mal rein, wenn ihr Interesse habt. Und ja, den Sponge, den gibt es hier auch als Set. Also ihr habt diese Halterung und sechs solche kleinen Schwämmchen sind mit dabei. Und ja, was ihr damit Schönes anstellen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier einmal einen Tipp vorbereitet und habe mir drei Pigmente ausgesucht. Als nächstes nehme ich mir eine Airbrush-Schablone. Ich habe mich für Kreise entschieden und setze diese auf den Tipp, so wie ich das Muster gerne haben möchte. Ich empfehle euch, verschiedene Teile zu wählen, also das äußere Teil und das innere Teil. Jetzt nehme ich den kleinen Sponge und tupfe mit etwas Farbe auf einer Unterlage sozusagen arbeite ich das Gel in das Schwämmchen ein und achte dabei darauf, dass das wirklich gut eingearbeitet ist und nicht zu nass ist, denn sonst habt ihr diesen Airbrush-Effekt nicht. Also gut einarbeiten und relativ wenig Farbe. Dann tupfe ich mit dem Sponge einfach über meine Airbrush-Schablonen drüber, um eben diesen leichten Airbrush-Effekt zu erzielen. Wenn euch das Schwämmchen zu groß ist, bei ganz, ganz kleinen Sachen, könntet ihr auch so einen Kosmetikapplikator zum Beispiel verwenden. Und wenn ihr das denn gemacht habt, sieht das in etwa so aus. Ich habe das nochmal umgeklebt, wie ihr sehen könnt. Also ich habe eine andere Schablone gesetzt, eben das äußere Teil sozusagen, und tupfe hier jetzt mit dem Schwämmchen auch nochmal drüber. Das Ganze kann man in mehreren Schichten machen und ihr könnt das Ganze dann eben anhärten lassen und ihr dürft die Schablone auch ruhig drauf lassen. Als nächstes kommt die zweite Schicht darüber, damit das Ganze ein wenig intensiver ist. Ich habe hier jetzt das One Stroke Gel White dafür genommen und tupfe eben mehrere Schichten übereinander, so lange, bis ich eben zufrieden bin mit dem Ergebnis. Also das weiße Vortupfen, das ist ganz wichtig, damit ihr dann wirklich auch die Farben richtig gut seht, beziehungsweise dass ihr eure Pigmente eintupfen könnt. Ich habe das Ganze nur 3 Sekunden anhärten lassen, nehme jetzt mit der anderen Seite vom Sponge das Pigment auf und tupfe einfach darüber. Wichtig ist, dass ihr den Untergrund angebuffert habt, denn sonst habt ihr das Pigment nachher überall sitzen. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Also Untergrund anbuffern. Dann nehme ich mir die nächste Farbe und tupfe den unteren Kreis mit einer anderen Farbe aus. Ihr könntet auch je Kreis mehrere Farben benutzen, wenn ihr das möchtet. Das geht natürlich auch. Und ihr könnt das Schwämmchen zwischendurch ein wenig abtupfen, wenn ihr eine andere Farbe aufnehmt. Als nächstes ziehe ich die Schablone wieder ab und lasse das Ganze dann gut aushärten.
Ich habe 60 Sekunden aushärten lassen und entstaube jetzt das Ganze. Also ich nehme den Überschuss an Pigment ab. So, ich empfehle euch, bevor ihr eine nächste Schablone setzt, da war ich jetzt etwas vorsichtiger und habe dazwischen noch eine Schicht Versiegelungsgel aufgetragen, um das Ganze eben zu schützen, damit ihr euch mit der Airbrush-Schablone euer Motiv gegebenenfalls nicht wieder abzieht. Mache ich da jetzt so eine kleine Zwischenschicht mit dem Versiegelungsgel. Wie gesagt, ich gehe einfach darüber, versiegel das Ganze nochmal, lasse das Ganze aushärten und buffer das Ganze an. Wieder ganz wichtig, sonst habt ihr, wie gesagt, die Pigmente überall sitzen. Ich arbeite mir wieder die Farbe in den kleinen Sponge, habe mir die Schablonen erneut geklebt und tupfe hier jetzt auch nochmal mit der weißen Farbe einfach über die Schablone. Wieder anhärten lassen für 3 Sekunden und dann wieder verschiedene Pigmente eintupfen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache und es geht eigentlich auch relativ schnell. Ihr könnt natürlich auch andere Motive verwenden, wenn ihr das möchtet. Ich habe mich jetzt hier für ein, ja, sommerliches Design mit so kleinen Bläschen entschieden und werde auch im Anschluss noch weiter verzieren. Das Ganze versiegel ich jetzt hier einmal, um dann eben noch mit weißer Farbe ein paar Verzierungen zu setzen. Ich umrande die kleinen Bläschen sozusagen, setze noch ein paar Lichtreflexe hinein mit der weißen Farbe und dann werde ich auch noch ein paar Schattierungen hinzugeben. Dafür nehme ich Versiegelungsgel, etwas Schwarz und mische das Ganze zu einer, ja, transparenten Farbe und setze eben noch ein paar kleine Schattierungen in die Bläschen, damit das Ganze dreidimensionaler wirkt. Ich habe mich dann schlussendlich noch für ein Palmendesign entschieden und habe einfach noch ein paar Palmen und ein paar Schwalben draufgesetzt. Ja, hier seht ihr jetzt einmal das Endergebnis. Ich habe noch ein weiteres Design gestaltet. Das werde ich euch allerdings in einem nächsten Video einmal zeigen. Ja, ich hoffe, euch gefällt mein Designvorschlag und ich konnte euch zeigen, dass er mit den Pigmenten eben nicht nur Fullcover arbeiten kann, sondern eben auch ganz tolle Akzente mit eben zum Beispiel Airbrush-Schablonen setzen kann. Ja, und mit dem kleinen Mini-Sponge ist es eben super, super einfach, wenn man eben kein teures Airbrush-Gerät hat, auch Airbrush-Designs zu gestalten. Ihr könnt übrigens nicht nur mit Pigmenten mit dem kleinen Schwämmchen arbeiten, ihr könnt damit nämlich auch mit Farbgelen arbeiten und die dann auch darüber tupfen über euren weißen Untergrund. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Bis bald, meine Lieben. Ciao.